Hallo, ich bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also bin heute im nördlichen Ruhrgebiet unterwegs. Bin gerade zu Hause in Mahl gestartet. Mal wieder auf dem Vaterunserweg. Da vorne geht es jetzt dann auf die Straße. Und dann einmal quer durch Mahl. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, für alle, die immer schon mal wissen wollten, wie es in der Stadt aussieht, aus der ich komme. Das ist hier die Bergstraße, wenn man so will, unsere Hauptstraße. Aber wir haben heute Himmelfahrt, also ist natürlich nicht so viel unterwegs los. Mal Mitte, also das Zentrum, haben wir jetzt gleich erreicht. Und der Bahnhof Mal Mitte ist dann auch der eigentliche Startpunkt. So, jetzt sind wir am eigentlichen Start der Tour, den Bahnhof Mal Mitte. Und in die Richtung geht es dann jetzt los. Eine bekannte Landmarke. Hier in der Region sind die beiden Wassertürme da hinten. An denen komme ich wahrscheinlich gleich auch vorbei. Ja, wie gesagt, direkt an den Wassertürmen kommen wir auch vorbei. Ja, jetzt kommen wir erstmal nach Herten rein. Ich muss sagen, das erste Stück bis jetzt war nicht so schön. Viel Straße. Upsa. Wenn auch mit eigenem Radweg. Aber nun gut, ich habe mir die Tour von Komoot empfehlen lassen. Weil ich habe erst gestern Abend irgendwann entschieden, dass ich heute aufs Rad gehe. Normalerweise plane ich meine Touren im Voraus, aber jetzt habe ich gestern mir einfach eine, wie gesagt, empfehlen lassen von Komoot. Und da habe ich mir den Streckenverlauf auch nicht angeschaut, sondern bin einfach nur nach den Highlights gegangen. Ein Highlight ist dieser Radweg hier nicht. Ausgesucht habe ich mir hier die Tour, weil ich hier die Allee des Wandels mir mal genauer anschauen wollte. Also ist auch hier eine ehemalige Bahntrasse. Teile davon kenne ich schon. Gucken wir mal, wie viel Neues ich heute davon zu sehen kriege. Bin gespannt. Es gibt ja einige, die der Meinung sind, dass solche Radtrassen nicht attraktiv sind bzw. langweilig sind. Aber hier die Allee des Wandels gehört hier nicht dazu, weil hier gibt es rechts und links immer jede Menge zu sehen.
auch weitere Ausblicke, also nicht nur ein grüner Tunnel, durch den man fährt. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Tour, beziehungsweise ärgere mich, dass ich mir den Streckenverlauf vorher nicht angeschaut habe, weil hätte ich das gewusst. Also ich fahre im Moment oder insgesamt doch sehr viel an befahrenen Straßen, wenn auch immer mit vernünftigen Radwegen, aber da stellt man sich unter einer Radtour doch was anderes vor. Zumal die Tourbeschreibung, die hat sich so angehört, als wenn es zwischen den einzelnen Bahntrassen irgendwie, als hätte man die irgendwie verbunden oder so. Aber nee, ich vermute mal, fast die ganze Herner Straße von Recklinghausen durch Recklinghausen Süd bis nach Herne fahren. An heute am Feiertag geht es, da ist natürlich nicht so viel los, aber da stellt man sich doch was anderes vor. Aha, es ging doch von der Herner Straße ab, aber da vorne sieht es mit einer Straßensperrung aus. Wer weiß, ob ich da vorbeikomme, aber normalerweise mit Fahrrad soll das funktionieren, denke ich. Jetzt wäre ich am Rhein-Herne-Kanal, wenn ich richtig im Kopf habe. Ah, müsste eigentlich. Ja, heute habe ich eigentlich ganz schön ins Klo gegriffen. Ja, normalerweise sind die Touren, die ich mir von Komoot empfehlen lasse, ja eigentlich ganz gut, aber heute. Jetzt ist wieder schön, aber ich bin jetzt wirklich ziemlich viel durch Wohngegenden gefahren, also nichts Schönes. Ja, hier sind wir am Herner Meer, wenn ich mich nicht irre. Da vorne Yachthafen. Und dann denke ich mal, geht es gleich auf die König-Ludwig-Trasse. Ja, und hier geht es auf die König-Ludwig-Trasse. Und bin ja mal gespannt, wie weit wir hier heute folgen dürfen. Da geht direkt los mit bergauf, aber nur ein ganz, ganz kleines Stück. Schalten. So, jetzt sind wir schon oben. Ja, wenn ich richtig informiert bin, war das hier die ehemalige Bahntrasse von der Zeche König Ludwig zum Rhein-Herne-Kanal, wo es dann mit der Kohle weiterging auf dem Schiff Richtung Rhein und dann in die halbe Welt. Ja, König-Ludwig-Trasse ist auch schon wieder zu Ende. Jetzt geht es Richtung Suderwich. Ja, hier zwischen Recklinghausen und Erkenspick über die Felder. Ist natürlich schön zu fahren. Das entschädigt dann doch für die ganzen Straßenfahrerei. So, und jetzt sind wir auf einem meiner Lieblingsradwege unterwegs, der alten Zechenbahn zwischen Speckhorn und Erkenspick.
aber in diese Richtung bin ich noch nie gefahren. Und normalerweise fahre ich immer hierher nach Erkenschwick hin. Aber ist auch mal schön. So, ich bin wieder auf dem Vaterunserweg, hab die Tour rum, waren so 45 Kilometer ungefähr. Ja, hab mal wieder ein paar schöne neue Ecken gesehen, aber leider hatte die Tour zu viel Straße, das macht dann doch nicht so Spaß. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.